Aber jetzt zu einem Thema, das 2016 ganz Italien, nein, ganz Europa erschütterte. Mhm. Es kam dort zu einer Serie von Beben in Mittelitalien und das war eines der schwersten in den vergangenen Jahren. 300 Menschen kamen dabei ums Leben, vor allem in den Städten Amatrice, Arquata, Del Tronto und Accumoli. Ja, und selbst 4 Jahre nach dem schweren Unglück gehen die Aufbauarbeiten nur sehr schleppend voran. Jetzt kommt Gott sei Dank Hilfe aus Österreich, dem neben 7 weiteren europäischen Universitäten versucht, die Donau-Uni Krems unter die Arme zu greifen. Am 26. August 2016 erschüttert ein erstes Beben der Stärke 6 nach Richter Mittelitalien. Weitere Beben folgen. Auch die 600-Einwohner-Stadt Accumoli wird heftig erschüttert. Die jahrhundertealte Stadt fast vollkommen zerstört. Auch heute liegt Accumoli noch in Trümmern. Der Wiederaufbau kommt nur schleppend in Gang. Die Gemeindeverwaltung, Cafés und Geschäfte wurden provisorisch unterhalb der Altstadt angesiedelt. Der Alltag ist mehr als schwierig. Vor allem junge Menschen sind weggegangen oder wollen nicht bleiben. Es gibt wenig Arbeit. Vor allem für Junge ist es schwierig, hier zu bleiben. In den vergangenen 4 Jahren sind Aufräum- und Sicherungsarbeiten vorangegangen. Doch zahlreiche bürokratische Hürden und Personalmangel hemmen den Wiederaufbau. Der Wiederaufbau hat noch nicht begonnen und die Bewohner hier warten darauf, dass sie wieder in echte Häuser ziehen können. Es gibt nur sehr wenige Baustellen im Moment. Wir hoffen, dass durch einen neuen Wiederaufbaukommissar und Entbürokratisierungsgesetze das alles jetzt beschleunigt wird. Im Zentrum der Stadt wurden Steine der eingestürzten Bauten gesammelt und sortiert. Im Frühling, so hofft man, soll der Wiederaufbau starten. Gemeinsam mit 7 weiteren europäischen Universitäten begleitet die Donau-Uni Krems seit 4 Jahren Accumoli beim Wiederaufbau. Wir rechnen mit einer Rekonstruktionszeit von 15, 20 Jahren. Also es ist ein Generationenprojekt, die Stadt wieder mal zu einer funktionierenden Stadt heranzuführen. Allein die bauliche Substanz zu rekonstruieren, damit ist es nicht getan. Man muss auch die Ökonomie rekonstruieren, man muss das soziale, kulturelle, religiöse Leben rekonstruieren, auch das ökologische System, damit die Stadt auch dann weiterhin funktioniert. Auch Landwirtschaftsbetriebe sollen unterstützt werden, darunter dieser Biobauernhof, der von 2 Brüdern betrieben wird. Durch das Erdbeben wurde er fast völlig zerstört. Die Region hat eine Zeltkonstruktion zur Verfügung gestellt, die als Garage und Stall dient. Doch für die tagtägliche Arbeit braucht es viel Durchhaltevermögen und Zukunftsperspektiven. Ich wünsche mir, dass ich diesen Betrieb weiterführen und dass ich mein Fleisch, meine Produkte erfolgreich verkaufen kann. Nach dem Beben wohnte Giuliano Coltellese einige Wochen in einem Zelt, 2 Jahre in einem Hotel, heute in der provisorischen Siedlung. Im Winter ist es in diesen Containern sehr kalt, im Sommer unerträglich heiß, denn es ist eine Blechkonstruktion. Ich hoffe, bald wieder ein eigenes Haus zu haben, denn mir fehlen meine eigenen 4 Wände. Immer mehr Mängel kämen zum Vorschein in den provisorischen Häusern, die nach dem Beben hier errichtet wurden, erzählen Bewohner. Sich zu Hause zu fühlen, sei schwierig. Doch hier in der sogenannten Schule des Wiederaufbaus sollen Aktivitäten für die Zukunft der Kommunis vernetzt werden, auch im Kulturbereich. Kommendes Jahr soll hier auf Initiative der Donau-Uni eine Orchesterakademie entstehen. Auch Mitglieder der Wiener Philharmoniker nehmen daran teil. Wir werden da in der Umgebung hier Probespiele in den verschiedenen Konservatorien veranstalten, dass hier junge Menschen mit uns Alten hier Orchester, ein Orchesterkonzert und verschiedene andere kleinere Konzerte veranstalten.
Auch eine Gruppe junger Landwirte und Unternehmerinnen glaubt an neue, bessere Zeiten für Akumuli. Trotz bürokratischer Hürden und finanzieller Schwierigkeiten setzen sie auf hochwertige Produkte ihrer Betriebe und hoffen, diese auch in Österreich verkaufen zu können. Drei Schwestern aus Rom bauen hier jetzt Safran an. Das Erdbeben hätte uns auch von hier vertreiben können, aber wir sind sehr verbunden mit diesem Ort, aus dem unsere Eltern stammen. Wir wollen ihm nicht den Rücken kehren, sondern haben beschlossen, hier zu investieren, weil dieser Ort und diese Region es wert sind. Stück für Stück und auch mit österreichischer Unterstützung, so hoffen viele hier, soll Akumuli baulich, kulturell und wirtschaftlich wieder zusammengesetzt werden.